So, dürfen wir anfangen. Ich möchte Sie erstmal recht herzlich begrüßen. Ich bin sehr erstaunt, dass sich so eine große Zuhörerschar interessiert für die österreichische Schule. Aber wiederum ist das auch kein Wunder, denn die österreichische Schule hat insbesondere so in den letzten Jahren nach der großen Krise ja fast so etwas wie eine Renaissance erfahren. Und diese Renaissance, die gilt es etwas zu durchleuchten. Jetzt hängt schon eine ganze Weile die erste Folie an der Wand. Das heißt also, Sie sehen schon in etwa, was Sie hier erwarten wird. Der Schulebegriff als solcher, den werden wir dann natürlich auch ein bisschen mit tangieren, aber wir gehen sofort in medias res und schauen uns das, was da österreichische Schule ist, umfangreich an. Das geht aber nicht ganz ohne eine theoriehistorische Einordnung, denn die österreichische Schule ist nicht wie Phönix aus der Asche gestiegen, sondern die hat natürlich Wurzeln. Und vor allen Dingen muss man schauen, was sie eigentlich zur Schule macht und ob der Schulebegriff überhaupt zutreffend für sie ist. Das heißt also, nachdem wir dann, also der Punkt 2 wird dann ein zentraler Punkt sein, denn die österreichische Schule ist inzwischen ein regelrechtes Generationenprojekt. Die gegenwärtige Generation, ich nenne sie immer die 5-Plus-Generation, baut also auf Vorleistungen auf. Aber das will ich schon mal vorausschicken. Ob Sie das immer so stringent und im Sinne der ersten Vertreter macht, das muss erst noch herausgearbeitet werden. Und insofern ist der dritte Gliederungspunkt, wie homogen ist die österreichische Schule, also durchaus ein berechtigter Punkt. Ich schicke es schon mal voraus, damit Sie schon so ein bisschen das im Hinterköpfchen behalten. Sie ist nicht sehr homogen und auch das wirft natürlich die Frage auf, wovon reden wir da überhaupt, wenn wir von der österreichischen Schule reden. Und das ist dann eng verknüpft mit dem vierten Punkt, denn ich nehme an, das war auch der Grund der Einladung. Sie behandeln ja hier in Ihrem Kurs etliche Konzepte, die so nicht unbedingt der Mainstream sind. Und recht häufig ist es auch so, dass die österreichische Schule in einem Atemzug mit dem heterodoxen Nebenströmungen genannt wird. Das ist bis zu einem gewissen Punkt durchaus auch berechtigt. Unter einem anderen Aspekt ist es gar nicht berechtigt, denn auch die österreichische Schule hat den Mainstream entscheidend mitgespeist. Ja, und vor diesem Hintergrund wollen wir dann ganz am Ende so ein paar Schlussfolgerungen für das Pluralismuskonzept insgesamt ziehen. Das heißt also, was können wir aus der Behandlung der österreichischen Schule lernen für die Einsicht, dass es eben nicht nur einen Hauptstrom in der Wirtschaftswissenschaften gibt. Ja, die Literaturbasis, das ist ein Buch, das ich gemeinsam mit meinem Mann, der auch Wirtschaftswissenschaftler ist, geschrieben habe. Und der Anlass dieses Buches war eben genau das, was ich schon erwähnt habe. Wir waren überrascht über das plötzliche Interesse an der österreichischen Schule und haben da mal ein bisschen genauer hingeguckt und sind doch auch zu überraschenden Erkenntnissen gekommen. Ich habe das nicht als Literaturbasis hier angegeben, weil es etwa das einzigste wäre oder weil es nun das tollste Buch ist, sondern ganz einfach, weil Sie, wenn Sie das Buch dann vielleicht in der Bibliothek mal zur Hand nehmen, sehr, sehr viele Primärquellen und auch andere Sekundärquellen finden. Und insofern habe ich mir erspart, hier eine lange Literaturbasis anzugeben. Ja, kommen wir zum ersten Punkt, zur theoriehistorischen Einordnung. Die österreichische Schule, die sich ja in den 70er Jahren des
19. Jahrhunderts herausgebildet hat, hat Wurzeln, wie ich bereits angemerkt hatte, aber sie steht auch für einen Strom, der also auf ein sehr breit ausgespreiztes und aufgefächertes Theoriespektrum selber geschaut hat. Das heißt also, bevor die österreichische Schule sich formiert hat oder im Zuge der Wandlungsprozesse, in der sie sich formiert hat, haben wir es zum einen mit dem Auflösungsprozess der klassischen politischen Ökonomie zu tun, der sich ja besonders im deutschsprachigen anders vollzogen hat als etwa in den klassischen Ländern der politischen Ökonomie, also insbesondere England oder auch Frankreich. Das heißt, was wir hatten um diese Zeit, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, war eine große Vielzahl von auch sehr variantenreichen Strömungen und auch Schulen. Ich habe hier nur mal ein paar angeführt. Na, der Nationalismus so um Friedrich List herum, der zum einen natürlich als Vorreiter des Liberalismus für Deutschland steht, aber zum anderen auch ein ehrgeiziges Projekt einer deutschen Nationalökonomie hatte, und auch sein Liberalismus war ein sehr spezifischer. Der Sozialismus, der sich formierende in sehr vielen Schulen, das heißt also, Sie sehen schon, ich habe die marxische Richtung sogar noch extra genommen. Wen meine ich da etwa damit? Hier könnten wir die ricardianischen Sozialisten nehmen, wir könnten zum Teil die utopischen Sozialisten nehmen, wir könnten den religiösen Sozialismus nehmen, wir könnten die Sismondisten nehmen, also auch eine sehr breite Palette von verschiedenen Meinungen und Ansichten, die hier aber alle sehr deutlich auf einen Theoriestrang hingearbeitet haben, den wir heute als Verteilungstheorie bezeichnen würden. Das war im Übrigen nicht unbedingt das, was dann die österreichische Schule aufgenommen hat. Der Historismus formierte sich zunächst als ältere historische Schule. Die werden wir dann gleich nochmal als Gegenpol zur ersten Generation der österreichischen Schule heranzuziehen haben, und natürlich der sich formierende Marxismus. Und alle hatten ja irgendwie das klassische Gedankengut auch aufgenommen und haben es aber zum Teil kritisch verarbeitet oder zum Teil auch verworfen. Was hier auf jeden Fall erwähnt werden muss, und deswegen habe ich das im zweiten Punkt aufgeführt, die klassische politische Ökonomie hat ja bis auf ganz wenige Ausnahmen eine objektive Wertlehre vertreten. Eine objektive Wertlehre, was hier so viel heißt wie eine Kostentheorie des Wertes. Oder wir könnten es über die Linie, die von Petty über Smith und Ricardo zu Karl Marx reicht, auch in der spezifischen Form als Arbeitswerttheorie bezeichnen. Jenseits dieser klassischen objektiven Wertlehre hat es aber auch immer auch eine Linie gegeben, die sich eher an den subjektiven Wertvorstellungen orientiert hat, die also stark dann auch an den Begriff des Bedürfnisses gekoppelt sind. Und diese Linie lässt sich theoriehistorisch genauso weit in die Vergangenheit hinein verfolgen wie die objektive Werttheorie, also im Grunde genommen bis in die antike Welt hinein. Na, wenn wir etwa Aristoteles nehmen würden, der hat von beiden werttheoretischen Konzepten seine eigene Theorie gespeist.
Für die deutschsprachige Lehre, die ökonomische Lehre, ist es insbesondere die Deutsche Gebrauchswertschule gewesen, die sich hier den Begriff des Nutzens separiert hatte. Und insofern hätten wir da schon eine Quelle für die österreichische Schule, denn ohne die Gebrauchswertschule hätte sie die Vorlagen, die sie dann schließlich verarbeitet hat, so auch gar nicht gefunden. Auf der anderen Seite dominierte im deutschen Sprachraum ganz unbedingt die historische Schule. Also ich hatte die ältere schon erwähnt, die jüngere historische Schule, die sich dann so auch ab den 70er Jahren formiert hat, 60er, 70er Jahre, die hatte im Grunde genommen alle Lehrstühle inne, die war also das die absolut dominierende Strömung. Und sie war also, insofern sie voll institutionalisiert war im akademischen Lehrbetrieb, auch mit einem gewissen Machtstatus ausgestattet, der dann sich im Methodenstreit gegenüber der österreichischen Schule auch sehr entladen hat. Ich sage gleich noch ein Wort dazu. Eine eigenständige österreichische Wirtschaftslehre gab es bis zu diesem Zeitpunkt im Grunde genommen nicht. Das heißt also, hier können wir das Entstehungsdatum ziemlich genau fixieren. Die österreichische Schule oder auch die Wiener Schule, wie sie manchmal genannt wird, entsteht als eine der Schulen der Grenznutzentheorie in den 70er Jahren. Sehr häufig wird ja gesagt, dass die Grenznutzentheorie völlig unabhängig voneinander gleich in drei Schulen entstanden ist. Das liest man also immer wieder. Das trifft bis zu einem gewissen Grade auch zu, denn die Lausanner Schule als zweite und die angloamerikanische Schule, vertreten vor allen Dingen in der frühen Phase durch Jevons, die hatten mit den Österreichern im Grunde genommen keinen Kontakt, aber das Entstehen basiert natürlich auf den Wurzeln, die es gegeben hat, und insofern könnte man auch sagen, vielleicht war der Zeitgeist einfach reif dafür, dass jetzt eine Abkehr von der objektiven Wertlehre eben viele beschäftigt hat und auf diese Weise diese Schulen auch reiften. Aber das ist manchmal in der Theoriegeschichte so, einer schreibt so etwas und dann findet man das in allen Büchern wieder. Also ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dieses völlig unabhängige Entstehen voneinander. Ja, vor diesem Hintergrund, vor diesem theoriehistorischen Hintergrund, wie ist die österreichische Schule denn nun selber entstanden? Sie entstand, ja, das sollte jetzt nicht überraschend sein, als Bruch mit der klassischen Werttheorie. Ja, ich habe die Schlüsselbegriffe schon gebraucht, denn sie steht für eine absolute Abkehr von der klassischen objektiven Wertlehre. Statt der Kostenorientierung rückt jetzt eine Nutzenorientierung, eine Gebrauchswertorientierung ins Zentrum. Sie entstand aber auch, und das hat sich also dann relativ schnell und sehr heftig auch zugespitzt, als Abkehr von dem Konzept, das die historische Schule vertreten hatte, die also, wie ich gerade sagte, absolut dominant im institutionalisierten Lehr- und Forschungsbetrieb war. Und das vollzog sich zunächst auf methodischer Ebene. Das heißt also, das historisch-empirische Konzept, das die historische Schule vertreten hat, das wurde, und das kulminierte dann rasch im Methodenstreit, versucht durch Menger und andere
anzugreifen. Das heißt also, man setzte dieser historisch-empirischen Forschung etwas entgegen, was eher als abstrakt logische, analytische Forschung bezeichnet werden sollte. Na, wenn wir mal ganz kurz hier runtergehen, die Anführungsstriche exakte Forschung, das war also die Formulierung von Karl Menger. Und Karl Menger ist der eine Hauptopponent im Methodenstreit. Der hat sich also mit Gustav Schmoller, Vertreter der jüngeren historischen Schule, heftige Gefechte geliefert um die Relevanz der richtigen Methode oder der besseren Methode, um sozialwissenschaftliche und hier also vor allen Dingen wirtschaftliche Phänomene erfassen zu können. Insofern, gehen wir noch mal hoch in diese erste Gruppe, der letzte Punkt fehlte noch, insofern Sie also durchaus zehrten von den Vorarbeiten, hier also nochmal die Gebrauchswertschule vor allen Dingen erwähnt, ist die österreichische Schule auch durch ihre Rückorientierung auf ja, fast sogar psychologisch subjektive Grundannahmen gekennzeichnet. Das heißt also, die Psychologie, die Art und Weise der Nutzenempfindung und Übersetzung in Werte spielte von Anfang an eine große Rolle. Und das kann man also dann in Form dieser etwas zusammengefassten charakteristischen Merkmale der österreichischen Schule sich nochmal gebündelt vornehmen. Zum einen also absolute Ablehnung der objektiven Wert- und Preislehre, zumindest bei den Hauptvertretern, sage ich schon mal in Klammern. Die Orientierung auf Nutzen und Bedürfnis als zweiter, und das ist natürlich auch eng geknüpft an diesen dritten Anstrich, denn die Nutzenempfindung, die Bedürfnisempfindung, da sieht man also diese Wurzeln, die aus der Psychologie dann auch herkommen, das ist natürlich etwas, was dem einzelnen wirtschaftlichen Akteur anheimfällt, und insofern ist die österreichische Schule von Anfang an durch einen überzeugten Subjektivismus geprägt und durch einen methodologischen Individualismus, der also die sozialen Phänomene vom Einzelindividuum versucht zu erklären und also eine andere ontologische Vorstellung davon hat, als beispielsweise auch bestimmte Klassiker. Na, wenn man vom Gemeinwohl etwa redet, ist das etwas anderes, als wenn man das Bedürfnis des Einzelnen erwähnt und meint. Na, und insofern ist diese eher deduktive Methode, deduktiv hier tatsächlich in dem Sinne verstanden, dass man eben nicht vom Einzel- oder vom besonderen Phänomen ausgeht und dann auf die Allgemeinheit schließen will, das war also die Methode der historischen Schule, sondern deduktiv im genau umgekehrten Sinne. Na, zuerst versuchen, die Prozesse so zu durchleuchten, dass man ihre Gesetze, ihre Strukturen aufdeckt und diese logisch erfasst, na, im Sinne dieser exakten Forschung, wie Menger meinte, und dann rückzuschließen auf die einzelnen und besonderen Phänomene. Dann hatte ich gesagt, der Methodenstreit ist sehr heftig gewesen. Das war er auch. Also da gibt es eine ganze Literatur darüber und die ist zum Teil auch recht amüsant zu lesen, weil natürlich hier heftige persönliche Attacken zwischen den Hauptopponenten immer auch eine Rolle gespielt haben. Die waren da also nicht fein im Umgang miteinander. Wenn man aber das Ganze wirklich auf dem Hintergrund des fachlichen Gehaltes sieht,
muss man eigentlich sagen, und das trifft für viele Methodenstreitigkeiten zu, dass natürlich weder Schmoller noch Menger auf den beiden Seiten so einen ganz großen Absolutheitsanspruch für ihre Methode gehabt haben. Na, letztlich haben beide gewusst, dass die Methoden sich auch mischen müssen. Also der Methodenstreit stärker im Hinblick auf die Favorisierung des Ansatzes und damit eben ein spezifisches wissenschaftstheoretisches Verständnis auch verbunden. Ja, ich sage das nur deswegen, weil Methodenstreitigkeiten haben ja ihre Neuauflagen in der Geschichte, und nach dem Methodenstreit, der glitt dann sozusagen in den großen Werturteilsstreit hinüber, und der Werturteilsstreit hat sich beispielsweise in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts als Positivismusstreit entladen. Und immer haben wir da natürlich zwei Seiten, aber man darf das nicht allzu sehr verabsolutieren, weil man sonst einfach den Intellekt der daran Beteiligten beleidigen würde. Denn natürlich haben die nicht so ganz starre und dogmatische Ansichten vertreten. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt, und hier will ich Ihnen also die österreichische Schule als Generationenprojekt etwas näher bringen. Ja, der Name Karl Menger ist nun schon ein paar Mal gefallen, und er ist tatsächlich der Begründer der österreichischen Schule der Grenznutzentheorie. Von ihm stammen also, ich habe die, was hier grün ist, mit diesem kleinen aufgeklappten Buch davor, soll immer Literatur darstellen, seine Grundsätze der Nationalökonomie von 1871 sind also sozusagen die Grundlegung für die subjektive Wertlehre. Das heißt also, was er gemacht hat, ist der Versuch einer Gesamtdarstellung der Ökonomie, so wie er sie aufgefasst hat, von einem konsequent subjektiven oder sogar subjektivistischen Standort aus. Und sein Ziel war, und hier muss man also das, was von der Klassik her nachwirkte, durchaus mit einbeziehen. Die klassischen Ökonomen, insbesondere Ricardo, aber dann auch Marx, insofern man ihn noch dazu zählen wollte, die hatten natürlich mit ihrer Werttheorie ein besonderes Anliegen. Sie wollten auf dieser Grundlage Preise erklären. Und um die Preiserklärung geht es jetzt auch der österreichischen Schule, aber sie wollen das eben nicht auf der Grundlage der objektiven Werte, weil sie objektive Werte schlichtweg für nicht wahrscheinlich halten. Sie bezweifeln, dass es so etwas wie einen objektiven Wert gibt, und wenn es den nicht gibt, dann können sich die Preise auch nicht danach richten, und insofern sind ihre subjektiven Wertvorstellungen, die sich um Nutzen und Bedürfnis herum ranken, die Grundlage dann auch für ihre Preistheorien. Ja, und wenn ich die Kategorie des Preises hier nenne, dann ist hier zunächst nicht unbedingt der Marktpreis gemeint. In der Klassik sowieso nicht. Nicht, dass man den nicht kannte, aber man versuchte, die Gesetze der Preisentwicklung zu finden, und hat das also klassisch objektiv versucht, und jetzt sind wir auf der Entwicklungslinie subjektive Werte als Grundlage der Preise. Wenn man so über die erste Generation sucht und forscht, dann ist manchmal schon bei dem Karl Menger Schluss, aber natürlich war er nicht der Einzige, und ich habe hier wenigstens mal noch einen aus der ersten Generation erwähnt, nämlich Emil Sachs, der weitgehend unbekannt geblieben ist, der sich aber insbesondere auch als Steuertheoretiker
dann einschlägig doch einen Namen gemacht hat. Also wenn Sie sich in Ihrem Studium besonders für Finanzwissenschaft interessieren, dann taucht der Name Emil Sachs vielleicht doch mal auf. Ich habe ihn hier erwähnt und da können wir noch mal die Verbindung zum Methodenstreit nehmen. Er hat also insbesondere die Intention von Karl Menger unterstützt. Na, auch er meinte, es sei Zeit für einen großen Erneuerungsprozess der Volkswirtschaftslehre. Also da stand er voll hinter dem Gründungsvater. Aber Sie sehen, 1927 ist er dann gestorben. Also das ist schon noch, sind schon noch einige Jährchen hin, wenn man von dem Werk hier ausgehen würde. Und da zeigt sich dann, dass Sachs insbesondere die Nachfolger, die dann für die Weiterentwicklung der subjektiven Wertlehre standen, nicht mehr unbedingt unterstützt hat. Und ganz besonders hat ihn also diese Idee der Rechenbarkeit der Werte gestört. Er wollte schon diesen subjektiven Wertstandort beibehalten, aber dass man aus diesem Aspekt heraus auf Preise schließen kann, das heißt also, dass man die Werte berechnen kann, das war ihm keine angenehme Vorstellung und insofern habe ich mal hier unten die Literatur oder eine der Literaturquellen von Sachs erwähnt, na, wenn er über das Wesen und die Aufgaben der Nationalökonomie nachdachte. Na, Sie sehen es schon, die subjektive Wertlehre, die hat er als Gerüst beibehalten wollen, aber für ihn war das eben mehr der Rückgriff auf die psychologischen Vorgänge, die sich im Menschen abspielen, wenn er bewertet. Na, und Wert und Bedürfnis, das waren für ihn zwei Kategorien, die er in einem unmittelbaren Komplementärverhältnis gesehen hat. Er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, Ökonomik ist nichts anderes als angewandte Psychologie. Na, auch der Begriff der Seelenvorgänge, den hat er oft erwähnt. Also man könnte sagen, schon die erste Generation nicht unbedingt ganz homogen. Ich habe im Internet mir wirklich große Mühe gegeben, um ein Porträt von Emil Sachs zu finden, habe keins gefunden, deswegen hier, das ist also das Titelblatt seines Buches, das in den USA gerade mal wieder als Neuauflage erschienen ist. Übrigens hatte ich am Anfang vergessen zu sagen, wenn Fragen auftauchen, na, wir werden sicher am Ende noch ein bisschen Gelegenheit haben zu diskutieren, aber bei mir sind auch Zwischenfragen erlaubt, also wenn irgendwas unklar sein sollte oder so, können Sie jederzeit unterbrechen. Ja, hier kommt jetzt eine ganze Reihe von Namen. Ich will hier nicht alle durchgehen, na, das würde uns unnütz lange aufhalten. Was ich hier zeigen will, ist ganz einfach, dass die österreichische Schule schon in ihrer ersten Generation angetreten war, um eine breite Wirkung zu entfalten. Das heißt also, das muss man auch vor dem Methodenstreit sehen. Na, Menger hatte das ehrgeizige Ziel, die historische Schule abzulösen. Und das ist also eine beachtliche Leistung, wenn man das sieht, wie viele Habilitationen unter Karl Menger im Verlauf der Jahre, Anfang der 80er bis 1903 dann tatsächlich vorgenommen wurden. Und für all die relativ, also nicht die fettgedruckten, sondern die anderen Namen, ne, den einen oder anderen haben Sie vielleicht schon mal gehört, manche sind vielleicht ganz neu, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten von ihnen auch zu akademischen Ehren gekommen sind. Ne? Also die hatten dann Lehrstühle und insofern
breitete sich die österreichische Schule auch aus. Es war dann eben nicht mehr nur die Wiener Schule, sondern sie waren der damaligen Donaumonarchie weit gespreizt und verbreitet, also unter anderem in Innsbruck, in Prag, in Czernowitz, in Graz und an anderen Universitäten noch. Ja, zwei habe ich nun etwas fetter hervorgehoben und das sind auch Namen, die Sie vielleicht in Ihrem Studium doch schon eher mal gehört haben. Ich vermute, Eugen von Böhm-Bawerk sticht da noch stärker heraus, aber Friedrich von Wieser hat im Grunde genommen fast denselben Stellenwert wie Eugen von Böhm-Bawerk und trotzdem wird er insbesondere durch die heutige Generation der New Austrians also regelmäßig nicht erwähnt und das hat seinen Grund und dem müssen wir ein bisschen nachspüren. Also schauen wir zunächst dann tatsächlich auf Friedrich von Wieser. Übrigens waren beide, Wieser und Böhm-Bawerk, nicht nur befreundet, die haben nicht nur zusammen studiert und vieles gemeinsam gemacht, also zum Beispiel dann auch Studienreisen mitten hinein in das Herz der österreichischen Schule. Also die haben unter anderem dann auch bei Karl Knies und bei anderen studiert, sondern die waren auch noch verschwägert miteinander, haben also auch von daher denselben Hintergrund. Beide waren keine direkten Schüler von Karl Menger, aber wie wir gesehen haben, nach ihrem Studium, als sie sich also einer akademischen Laufbahn widmeten, sind sie dann bei Karl Menger habilitiert worden. Und für Friedrich von Wieser traf dann auch zu, dass er zunächst mal die bessere Ausgangsposition hatte, denn als Menger schon relativ frühzeitig seinen Lehrstuhl verlassen hat, Gründe dafür, kann ich nur ganz kurz sagen, waren unter anderem auch, dass er völlig entnervt war von den Streitigkeiten mit der historischen Schule. Und hier wurde also kam Friedrich von Wieser zum Zuge und er ist natürlich auch interessant als Doktorvater von Hayek, auf den ich dann noch zu sprechen komme. Den dritten Punkt habe ich schon kurz erwähnt, er wird als Österreicher, und wenn ich das in Anführungsstriche setze, wissen Sie warum, na hier ist natürlich nicht die Nationalität mehr jetzt gemeint, sondern die Zugehörigkeit zur Schule und die wird bestritten. Ja, und das macht einen ja schon ein bisschen doch verwundert, wenn man weiß, dass er eigentlich Hayek als Schüler hervorgebracht hat. Schaut man auf sein Werk selber, also ich habe natürlich nie alle Literaturquellen angeführt, na, das geht gar nicht, dann würden wir heute Abend noch hier sitzen. Seine Schrift Der natürliche Wert von 1889 sieht ja zunächst auch mal so aus, als hätte man hier es doch damit zu tun, dass die theoretischen Grundlagen der österreichischen Schule fundierter herausgearbeitet werden. Und das war auch im Übrigen das Ziel von Wieser. Etliche Präzisierungen in seinem Werk sind uns heute völlig geläufig, aber wir denken natürlich nicht immerzu daran, wo diese Begriffe herkommen. Also wenn Sie sowas hören wie Grenznutzen oder wie Opportunitätskosten, das geht also auf Friedrich von Wieser zurück. Und insofern hat er hier also einen bedeutenden Anteil an dieser Weiterführung, ja, dass es überhaupt zu so einer zweiten Generation gekommen ist. Was auch mit dem Namen Wieser verbunden ist,
ist, dass er sich als einer der Ersten an das herangemacht hat, was wir heute gerne als die Auflösung der großen Wertantinomie oder des Wertparadoxons bezeichnen. Na, dieses Wasser-Diamant-Beispiel, das von Adam Smith hinterlassen worden war, aber natürlich auch nicht originär auf Smith zurückzuführen ist, weil es schon sehr viel älter ist. Was ist gemeint? Habe ich es hingeschrieben? Habe es nicht hingeschrieben? Deswegen noch mal kurz zur Erinnerung, Sie kennen es alle. Wie kann es sein, dass ein Ding einen großen Tauschwert und einen geringen Gebrauchswert haben kann, so wie der Diamant, der hier dafür steht? Da hat man also noch nicht dran gedacht, dass der Diamant auch eine industrielle Verwertung beispielsweise haben kann und dann gar nicht so gering im Gebrauchswert ist. Oder eben umgekehrt, dass Wasser einen hohen Wert, nämlich für den Verdurstenden in der Wüste beispielsweise, und normalerweise einen relativ geringen Tauschwert. Na, das ist, so wird dann in den Lehrbüchern immer so schön geschrieben, auf der Grundlage einer objektiven Wertlehre nicht auflösbar. Na, da kann man diese Wertantinomie nicht lösen, aber sobald man den Begriff des Nutzens der subjektiven Bedürfnisbefriedigung mit reinbringt, löst sich das Paradoxon in Luft aus, na, wenn der Verdurstende in der Wüste eben den Wert so hoch schätzt, ein so großes Bedürfnis hat, dann ist es genau dieser Wert, der dann eben auch die Grundlage für den Preis bieten soll. Und das hat Friedrich von Wieser schnell dazu geführt, dass er über die Erfassbarkeit des Wertes nachgedacht hat. Na, und hier haben wir das Phänomen der Rechenbarkeit des Wertes. Wieser sprach vom Wert als Rechenform des Nutzens. Das heißt also, er wollte den Nutzen tatsächlich quantifizieren. Na, was so ganz nebenbei uns auch, na, das haben Sie wahrscheinlich in Ihrem Studium auch so in Einführungsveranstaltungen mal gehört, die ersten Grenznutzentheoretiker hatten noch eine kardinale Nutzentheorie und erst später hat sich das dann geändert, dass man eben nur noch von den Ordnungsstufen spricht. Wieser war fasziniert von dem Gedanken, das Ganze zu bemessen im Sinne eines zuweisbaren kardinalen Wertes. Und das ist so ein bisschen eine der Quellen, warum schon etliche seiner Zeitgenossen, aber viel mehr dann auch die nachfolgenden Wieser so gern verschweigen, weil die österreichische Schule, jedenfalls der Kern, auf Ausnahmen komme ich zu sprechen, ziemlich antimathematisch eingestellt ist. Na, also, und das wird manchmal im Pluralismuskonzept dann als sehr positiv herausgestellt. Aber hier muss man natürlich sagen, dass Mathematik in der Ökonomik nicht wegzudenken ist. Denn stellen Sie sich bestimmte Probleme in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder so etwa vor, wie sollte man die ohne Mathematik bewältigen? Mathematik darf eben nur nicht zum Selbstzweck werden und Wieser, wie gesagt, wollte sie nutzen. Dabei ist er also schon in Konflikt geraten mit den Ideen seines Lehrers oder Habilitationsvaters Menger, weil er dessen Vorgehensweisen mehr oder weniger nicht befürwortet hat. Auch, und hier merken wir dann auch schon einen Unterschied von seinem Freund und Kollegen oder zu seinem Freund und Kollegen Böhm-Bawerk, der hat nämlich den Wert auch anders bestimmt als Wieser. Na, ich habe es mal kurz hingeschrieben, na, wenn er die Idee des Grenznutzens entwickelt hat, dann verwertet er das auch zugleich. Und von Wieser kommt die Idee,
Und die gilt im Grunde genommen bis heute, dass dann natürlich, wenn man einen Gütervorrat hat, nicht jede unterschiedliche Stückzahl dann mit unterschiedlichen Werten bewertet werden kann, also dass der Grenznutzen dann einheitlich sein muss. Das geht auf Visa zurück. Das heißt also, den Wert eines Gütervorrates als Produkt von Grenznutzen und Stückzahl zu bestimmen, das war ein absolutes Novum. Auch für die Grenznutzentheorie. Ne? Die haben sonst mit unterschiedlichen Grenznutzen gerechnet, also in Abhängigkeit von der Stückzahl selber, und haben die dann aufaddiert. Dann kommt natürlich ein ganz anderer Wert raus. Also insofern war Visa auch ziemlich modern, wenn man so will. Und was hat er außerdem gemacht? Das sogenannte Zurechnungsproblem. Das geht eigentlich auf Menger zurück, aber Menger hat mehr oder weniger drüber philosophiert. Na, er hat was verbirgt sich dahinter? Das Zurechnungsproblem ist die Zurechnung der Wertanteile des Gesamtprodukts auf die Produktionsfaktoren. Na, also wie splittet sich der Wert auf die Produktionsfaktoren auf? Von der objektiven Wertlehre her wäre das sozusagen ein Phänomen des Wertübertrages, aber in der subjektiven Wertlehre sieht das natürlich ganz anders aus. Und wenn Menger, wie ich meinte, da ein bisschen philosophiert hat, dann macht er das also sehr kompliziert. Er sagt, ja, man könnte ja den Wert so bestimmen, dass man sagt, man hat jetzt Faktorvariationen, also man ersetzt bestimmte Kapitale durch andere oder auch Kapital durch Arbeit. Und dann muss man den Nutzenverlust berechnen oder bewerten, der durch das Herausnehmen aus dem Produktionsprozess kommt. Ja, das verweist also doch auf eine sehr, ja, ungenaue Wertbestimmung. Was Wieser gemacht hat, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Der hat das Problem hergenommen, aber er verwarf die Lösung von Menger und auch von Böhm-Bawerk und hat es ziemlich modern auch wieder mit Mitteln der Mathematik lösen wollen, nämlich in Form eines simultanen Gleichungssystems. Und insofern war er hier also ein, ja, schon in diesem frühen Stadium eine Ausnahme. Kommen wir zu dem zweiten großen Gelehrten der zweiten Generation, nämlich Eugen von Böhm-Bawerk. Der hat also nicht sofort einen Lehrstuhl bekommen. Der ist dann, aber Sie sehen es, der reüssierte in der Politik. Der war also mehrmals im Finanzministerium tätig, war auch mehrmals, nämlich unter verschiedenen Kabinetten, Finanzminister, hat dann aber in Innsbruck und in Wien Professuren inne gehabt und auf diese Weise eben an der österreichischen Lehre auch akademisch weitergearbeitet, und zwar so wenig knapp, dass er eben, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich der Vertreter der zweiten Generation ist. Seine Ansichten über den Kapitalzins, die sind also doch relativ bekannt. Was vielleicht weniger bekannt ist, deswegen habe ich es hier mal mit erwähnt, Böhm-Bawerk war ein heftiger Kritiker von Marx, und er ist derjenige, auf den diese sogenannte Widerspruchsthese zwischen den Bänden 1 und 3 des Marx'schen Kapitals zurückgeht. Ja, ich glaube, Sie haben Marx ja schon behandelt in diesem Kreis, und weiß nicht, ob darauf eingegangen worden ist. Na, Böhm-Bawerk war der Meinung, der Band 1 des Kapitals, die Werttheorie, passt überhaupt nicht zum Band 3. Und insofern hat er einen Artikel geschrieben, im Jahre 1905 war es, glaube ich. Da merkt man schon am Titel, was er ausdrücken wollte. Der hieß nämlich Zum Abschluss des Marx'schen Systems. Das heißt also, er wollte Marx und das Kapital einfach zuklappen und es als widersprüchlich darstellen.
Leider für ihn ist es anders gekommen. Diese Widerspruchsthese lässt sich überhaupt nicht aufrechterhalten. Das ist also eines der Ergebnisse der Lösung des Transformationsproblems. Nichtsdestotrotz liest man das immer noch in vielen Lehrbüchern, die Marx'sche Arbeitswerttheorie sei falsch. Und das ist eine falsche Aussage. Aber das nur am Rande, denn wir wollen ja über seinen Beitrag zur österreichischen Schule sprechen. Und da ist also vor allen Dingen sein Werk Kapital und Kapitalzins relevant, das in zwei Teilen erschienen ist. Zunächst hat er mal so eine Art Dogmenhistorie der Zinstheorien verfasst. Das heißt also, er hat alle Zinstheorien, die er kannte, hergenommen und hat sie mehr oder weniger verworfen. Und erst 5 Jahre später hat er dann seine eigene positive Zinstheorie draufgesetzt. Bertram Scheffold sagt dazu, das war aber riskant. Also wenn er erst die Dogmenhistorie bringt und lässt sich so viel Zeit mit seiner eigenen Theorie, die hätte ja jemand anders antizipieren können. Aber für Böhm Bawerk ist es nochmal gut gegangen. Es hat sie keiner antizipiert, sondern ganz das Gegenteil war der Fall. Die Kapitaltheorie von Böhm Bawerk ist einer der Grundsteine der österreichischen Theorie, obwohl sie, auch das muss man sagen, im Grunde genommen nicht haltbar ist, wie die Cambridge-Cambridge-Kontroverse gezeigt hat. Aber das stört die New Austrians nicht, also der Rückgriff auf Böhm Bawerk ist allenthalben zu lesen. Ja, ich habe mal ein paar Anstrichen aufgeschrieben, so ein paar Eckpunkte. Wir können natürlich nicht auf alle Theorien jetzt im Einzelnen eingehen. Er setzte sich also stark auseinander mit dieser auch von der Klassik überlieferten Ansicht von der Produktivität des Kapitals. Das führte ihn dazu, dass er das Kapital dann für sich definiert hat. Und da kommt etwas ins Spiel, was also sehr wichtig ist für die gesamte Theorie. Kapital sind nämlich produzierte Produktionsmittel, also eigentlich Zwischenprodukte auf unterschiedlichen Produktionsstufen. Und diese unterschiedlichen Produktionsstufen, die haben ihn so fasziniert, dass er darauf dann seine ganze Zinstheorie aufgebaut hat. Denn, das ist relativ bekannt, denke ich mal, wie Böhm Bawerk den Kapitalzins ableitet, nämlich aus einem intertemporalen Tausch. Das heißt also, Zins ist ja nicht mehr wie bei den Klassikern das Aufgeld für einen verliehenen Geldbetrag, den man dann eben zu einer höheren Summe zurückbekommt, sondern nach Böhm Bawerk entsteht Zins deswegen, weil wir Gegenwartsgüter und Zukunftsgüter unterschiedlich bewerten. Subjektiv unterschiedlich bewerten. Da kommt das ganze Subjektive schon zum Tragen, denn wenn man das objektiv bewerten will, hätte man da schon ein bisschen eine größere Mühe. Und zwar, das Gegenwartsgut wird immer als höherwertig eingeschätzt, weil es ja meine Bedürfnisse unmittelbar und sofort befriedigen kann. Und insofern, wenn ich also verzichte auf die Gegenwartsgüter, entsteht der Zins aus diesem intertemporalen Tauschakt heraus. So, und das hat ihn dann dazu gebracht, dass er überhaupt die kapitalistische Produktionsmethode mal ein bisschen anders charakterisieren wollte, als das bisher der Fall war, nämlich unter Einbeziehung des Zeitfaktors. Und auch das ist ein wesentliches Element der nachfolgenden Theorien, insbesondere bei Mises und Hayek. Und Mises und Hayek sind die Kronzeugen für die New Austrians. Das heißt also, die kapitalistische Produktionsmethode ist nichts anderes als eine stark auseinandergezogene
Bim Baberg nennt das Verlängerung der Produktionswege oder sogar Produktionsumwege, also Produktion auf vielen Stufen, die zeitlich nacheinander gelagert sind. Das heißt also, je mehr Stufen, desto kapitalistischer wäre das Ganze. Na, und da haben wir es nochmal, das Opfer an Zeit. Sprich, die Eugen von Bim Babergsche Kapitaltheorie, na, die ja zum Teil auch ein bisschen an den Schweden Knut Wicksell angelehnt hat, aber eben doch mit eigener Ausprägung, die wird zu einem Baustein. So, die dritte Generation, die Folie will ich ganz schnell machen, weil für die dritte Generation setzt ein gewisser Bruch ein. Ich habe das die Institutionalisierung unorthodoxer Österreicher genannt. Warum? Das sind sozusagen, was ich hier jetzt aufgelistet habe, das sind die nachfolgenden Lehrstuhlinhaber an der Universität Wien und dann auch anderswo. Diejenigen, die die orthodoxe Theorie eigentlich hätten weitertragen sollen, ich zeige es schon mal kurz, wären Schumpeter und Mises gewesen, die sind aber nicht zum Zuge gekommen. Schumpeter ist noch eine Ausnahme, sage ich noch was dazu, aber Mises hat keinen Lehrstuhl in Wien bekommen. Deswegen ein bisschen erklärungsbedürftig, ob diese drei dann überhaupt der österreichischen Schule zugeordnet werden können. Na, in der Literatur werden sie so als Jaser Austriens bezeichnet. Na, sie sind also keine logischen Nachfolger, weil sie völlig andere Theorien vertreten haben. Bei Karl Grünberg, na, der später dann sich stark mit den Austromarxisten theoretisch verbunden hatte und noch später zum Mitbegründer der eher philosophisch-sozialwissenschaftlich geprägten Frankfurter Schule wurde, die eben zurückgeht auf dieses Frankfurter Institut für Sozialforschung. Na, das passte also überhaupt nicht zum Liberalismus, zum Subjektivismus, Individualismus der österreichischen Schule, und auch seine Nähe zur historischen Schule war nicht gerade das, was ihn als Österreicher auswies. Noch stärker bei Ottmar Spann, der mit seiner universalistischen Gesellschaftslehre also geradezu das Gegenkonzept vertreten hat. Na, für ihn ist die Grundlage des Handelns eben nicht unbedingt im Individuum zu sehen. Insofern ist in seiner Gesellschaftslehre vom autoritären Ständestaat eben immer ein Konglomerat von Individuen, also ontologisch auf einer anderen Ebene angesiedelt, die Handlungseinheit, und dann natürlich auch seine Nähe zum Austrofaschismus, die den Liberalismus der übrigen Vertreter geradezu ins Gesicht schlug. Eine gewisse Ausnahme ist auch Hans Meyer, obwohl das der Lieblingsschüler von Wieser war. Ihm hat man also nicht viel zugetraut. Er wird selbst als wissenschaftlich äußerst schwach eingeschätzt. Na, hier könnte man insbesondere mal Mises zitieren, der in seinen Erinnerungen geschrieben hat, dass der Meyer wohl nie auch nur einen eigenen Gedanken gehabt hätte und dass seine Vorlesungen jämmerlich waren und seine Seminare nicht viel besser. Aber ich denke, hier spricht auch ein bisschen der Neid von Mises, der nicht zum Zuge gekommen war, durch. Denn die Wieser-Linie, die ja eigentlich dann zu Hayek führt, das ist schon eine Linie, die auch bedeutende Österreicher hervorgebracht hat. Ich habe hier nur mal Oskar Morgenstern erwähnt. Ne? Auch der in der vierten Generation ein Österreicher, von dem wir es nicht sofort wissen. Ne? Morgenstern als Spieltheoretiker zusammen mit
von Neumann brach mit der subjektiven Wertlehre. Ja, die eigentlich logischen Nachfolger, die es hätten werden können, wären, na, da fallen zwei Namen ins Auge und beide habe ich schon erwähnt, also zunächst Josef Alois Schumpeter. Schumpeter, den nenne ich den Schulverweigerer. Was meine ich damit? Schumpeter hat mal geschrieben, er will weder einer Schule angehören, noch will er eine eigene Schule gründen. Die Gründe dafür, er meinte, Schulen in einer Wissenschaftsdisziplin sind eigentlich das Anzeichen für ihr Kindheitsstadium. Eine aus den Kinderschuhen entwachsene Disziplin hat keine Schulen mehr, sondern die wartet durch anständige Paradigmen auf, das heißt also durch Einzelleistungen, die die Wissenschaft voranbringen und nicht durch dogmatischen Schulengeist. Das hat zwar nicht verhindert, dass es heute eine ziemlich eigenständige Schumpeter-Schule gibt. Und ob es Schumpeter, der ja auch ein bisschen eitel war, wirklich so gemeint hat, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen doch, obwohl er ja mit den Österreichern immer in Verbindung gebracht wird, als Ausnahme zu sehen. Na, über Schumpeter muss ich sicher nicht viel sagen. Der wird in der modernen Lehre behandelt. Ich habe mal zwei seiner Werke hier herausgezogen. Die berühmte Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, wo wir also solche Schlüsselkategorien wie den dynamischen Pionierunternehmer und die schöpferische Zerstörung finden, ist insofern interessant, weil er hier so ganz leise und peu à peu etwas vornimmt, was ja gegen den Zeitgeist war, nämlich die sich zeitgleich entwickelnde statische Wirtschaftslehre, die sieht er als etwas an, was die Wirklichkeit nicht gut erklären kann. Also schon 1911 plädiert er für Wandel und Dynamik statt Statik und wird damit, ich habe es hier oben hingeschrieben, zu einem der Vorläufer der Innovationsökonomik und evolutorischen Ökonomik, die ja eben vermittelt über den ständigen Wandel Strukturen anders erforscht. Genauso wichtig, von Ökonomen aber gern verschwiegen, ist sein Werk Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, wo er die Frage stellt, kann der Sozialismus weiterleben? Und die Antwort ist nein. Und Schumpeter begründet das so, also nicht etwa, dass er das irgendwie jetzt sehr leidenschaftlich tut, das ist für ihn einfach eine Sache der Logik. Er sagt, die Marktwirtschaft verkümmert so langsam und das hat etwas mit der sich wandelnden Rolle des Unternehmers zu tun. Das Unternehmerbild, das er hier in der wirtschaftlichen Entwicklung so herausarbeitet. Die Unternehmerfunktion ist ein zentraler Gegenstand. Jahre später schreibt er also, aber die Wirklichkeit ist so, dass die Unternehmerfunktion veraltet, sprich den dynamischen Pionierunternehmer gibt es gar nicht mehr, weil an dessen Stelle, na, wir würden heute sagen, das Managertum tritt. Das heißt also, mit einem gewissen Hang dann auch zur Verwaltung in größeren Einheiten, zum Teil auch Sozialisierungsmaßnahmen und Bestrebungen, an denen Schumpeter übrigens auch praktisch selber beteiligt war. Na, die mögen seine Sichtweise geprägt haben. Er spricht von einer vollkommen bürokratisierten industriellen Rieseneinheit, die an die Stelle des dynamischen Pionierunternehmers tritt. Und insofern, auch das muss man sich also mal auf der Zunge zergehen lassen, ist er der Meinung, der Kapitalismus beseitige sich selber. Und zwar nicht auf der
Grundlage seiner Misserfolge, weil er also nichts zustande bringt, sondern gerade auf der Grundlage seiner Erfolge. Und insofern war noch kurz vor seinem Tod, hat er noch eine kleinere Schrift geschrieben, der Marsch in den Sozialismus. Ja, also das war für ihn etwas Unausweichliches. Und er hat es eben nicht nur so begründet, dass man ja die praktischen Beispiele schon lange vor sich hatte, also vor allen Dingen das Beispiel Sowjetrussland und dann in der Nachkriegszeit die entstehenden der entstehende Ostblock, sondern er hat es rein logisch versucht abzuleiten. Insofern entdecken wir hier also nichts von dem, was wir bisher von der österreichischen Schule gehört haben. Ganz anders bei Ludwig von Mises, der also im Wesentlichen, das ist jetzt die andere Linie, Hayek hatte ich schon vorausgeschickt, kommt über die Wieser-Linie und Mises kommt über die Böhm-Bawerk-Linie. Er hat also Zeit seines Lebens darunter gelitten, keinen Lehrstuhl bekommen zu haben und war also, wenn man mal seine Erinnerungen zur Hand nimmt, auch tüchtig gallig, hat an der Wiener Handels- und Gewerbekammer in verantwortlicher Position gearbeitet, hatte aber eine Privatdozentur und später dann auch eine außerplanmäßige Professur an der Universität, das hat er auch wahrgenommen, aber seine eigentliche Wirkung passierte über sein berühmtes Privatseminar. Das hat er 14-tägig in der Handelskammer durchgeführt und er hat in seinen Erinnerungen akribisch aufgelistet, wer da alles Mitglied in diesem Privatseminar war. Und das waren also eine ganze Reihe derjenigen, die dann später reüssierten, unter anderem Hayek. Ja, und Mises, der als Sozialismuskritiker hervortrat, war also auch von daher ein Kernösterreicher. Bei ihm war der Tenor, er sprach von der Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus. Sein Opponent war der sozialistische Ökonom Oskar Lange und das Paradoxe ist, dass Lange und andere dann später nachgewiesen haben, dass man gerade im Sozialismus im Prinzip so eine Katalaxie, das ist ein Begriff, der nachher in der Übung noch eine Rolle spielen wird, ganz gut berechnen kann. Also auch eine nicht zutreffende Kritik. Nichtsdestotrotz, bei allem, was Mises geleistet hat und dann auch theoretisch geliefert hat, ist er zur Vaterfigur der New Austrians geworden, vor allen Dingen der amerikanischen Richtung. Auch hier nur zwei Werke, die Theorie der Umlaufmittel und des Geldes. Hier wird im Grunde genommen die österreichische Geld- und Konjunkturtheorie begründet. Und die ist wichtig vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig sie sozusagen als eine Theorie steht, von der die Österreicher, die Neuösterreicher behaupten, sie sei die einzig zuverlässige Krisentheorie. Und das haben wir ja alle schon mal irgendwie gehört, dass nur Hayek und nur Mises hätten die Krise, hätten sie noch gelebt, sicher voraussagen können. Und das Kernargument, auch das dürfte nicht ganz unbekannt sein, die Zentralbankschelte, die also mit den Argumenten auf der Grundlage von Mises und dann auch Hayek vorgebracht wird, die wird hier in diesem Werk also akribisch herausgearbeitet und vorbereitet. Das heißt also, schädliche Notenbankpolitik immer dann, wenn der Geldzins vom natürlichen Zins abweichen würde. Das Dumme ist nur, woher wissen wir, wie der natürliche Zins aussieht? Das ist dann eben auch Hayek gewaltig auf die Füße gefallen. Sein Werk Human Action, das er dann nach seiner Emigration in die USA in englischer Sprache veröffentlicht hat, hatte eine deutsche Vorläufervariante, die aber nicht so griff. Aber in Amerika hat er unheimlichen Erfolg
damit gehabt. Und ja, wenn man sich das anguckt, hier kommt natürlich ein Geschmäckle in die österreichische Theorie, das dann viele auch eher abgestoßen hat. Und viele seiner Schüler haben dann auch mit Mises gebrochen. Also sein handlungstheoretischer Ansatz, die sogenannte Praxeologie, die zum einen extrem den methodologischen Individualismus betont, ist noch mit einem Zusatz ausgestattet, der hier in dem zweiten Anstrich deutlich werden soll. Was Mises da will, ist, dass er, und da, insofern koppelt sich das an den handlungstheoretischen Ansatz, er sagt, es gibt nur eine Grundprämisse und die heißt, alle Handlungen sind zweckgeleitet. Und davon will er, das ist also sein Grundaxiom, das a priori gesetzt wird und von daher will er die ganze Ökonomie entwickeln. Mit anderen Worten, nicht mit Empirie infizieren, sondern von diesem logischen Argument her entwickeln. Und das wird dann natürlich nicht nur, wie wir das noch bei Menger hatten, den Versuch, eben den deduktiven Ansatz fruchtbar zu machen, sondern hier verwandelt der sich unter der Hand in Metaphysik. Und Metaphysik kann man sich in einer Sozialwissenschaft eigentlich nicht leisten. Das heißt, bei ihm aber sehr stark auch formuliert, die empirische Prüfbarkeit zugunsten axiomatischen Schließens zurückzuweisen. Hayek, der dann schon der vierten Generation zugeordnet wird, weil er eben einer der Schüler in Mises Privatseminar war, ist eine sehr schillernde Persönlichkeit und zweifellos sicher einer der größten Universalgelehrten des 20. Jahrhunderts. Ich habe hier nur einige Facetten aufgeschrieben. Der große Liberale, der Begründer der Mont Pelerin Society als dem bekanntesten liberalen Think Tank, Ökonom und Philosoph zugleich, was aber auch seine Gründe hat, denn ich habe es mal, so wird es in der Literatur oft gemacht, Hayek 1 und Hayek 2, als Hayek mit seinen ökonomischen Schriften anfing, die dann vor allen Dingen in Preise und Produktion in Form der Ausarbeitung oder Weiterführung der Geld- und Konjunkturtheorie sich Geltung verschafft hat. Das heißt also die Hayek'sche monetäre Überinvestitionstheorie, die hier in diese Phase fällt, der war kein gutes Schicksal beschieden, denn die ist schon, also als Hayek nach London berufen wurde und er dort in Form von 4 Vorlesungen das Grundgerüst vortrug und er hat es dann als Buch publiziert, das ist sofort die London School of Economics, das ist nicht Cambridge, wo Keynes und seine Atlati saßen. Das erste Zusammentreffen zwischen den Cambridge-Ökonomen und der Hayek'schen Theorie brachte sofort das, was in etwas hineinfloss, was man nicht anders bezeichnen kann, als die vernichtende Kritik des Ansatzes von Hayek. Die ist also aus logischen Gründen nicht haltbar. Auch darauf kann ich ja nicht lange eingehen, aber die Denkfigur des Hayek'schen Dreiecks ist nicht schlüssig. Und ein wesentlicher Punkt ist eben auch hier diese Vorstellung vom natürlichen Zins, an die Hayek eine Menge koppelt und von der er viel erwartet, wenn er sozusagen neutrales Geld fordert. Na, und das hat ihn dann dazu gebracht, er hat dann noch versucht, seine ökonomische Theorie zu retten. Es gab dann noch bis in die 40er Jahre hinein ein paar Schriften, unter anderem auch eine ausgearbeitete Kapitaltheorie, die dann aber genauso kritisiert worden ist. Mit anderen Worten, er wechselte über
zu dem Hayek, der heute vielleicht auch bekannter ist, nämlich auch hier habe ich nur mal ein Werk hingesetzt, Recht, Gesetz und Freiheit. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel darauf eingehen, wird nachher ein Gegenstand der Übung sein. Umso überraschender ist es, dass Hayek dann, als er 1974 den Nobelpreis bekam, ausgerechnet auch für sein ökonomisches Werk geehrt worden ist. Mit anderen Worten, die Kritik hat man ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, obwohl sie stichhaltig ist. Und genauso machen das heute die New Austrians. Das heißt also, es wird nach wie vor und frisch und fröhlich auf die Hayek'sche Lehre zurückgegriffen, obwohl sie schon aus logischen Gründen nicht haltbar ist. Einige Vertreter der vierten Generation, auch nur mal vom Namen her erwähnt, weil wir hier beispielsweise mit Haberler, mit Machlob, mit Morgenstern, Namar und Gerschenkron vielleicht weniger bekannt, Leute finden, die sich schon mehr oder weniger von der österreichischen Schule abgrenzen. Das heißt also, diese These von einer Homogenität lässt sich schon hier nicht aufrecht erhalten. Wenn wir trotzdem von einer Schule sprechen wollten, dann kann man das also im Grunde genommen nur im Rückgriff auf einen sehr orthodoxen Kern, das heißt also die Leute, die ich bisher hier ein bisschen ausführlicher dargestellt habe und wo die inhaltliche Dimension hier also nochmal mit diesen Grundspezifika eingefangen wird. Fasst man die Schule etwas breiter im Hinblick auf ihre soziale Dimension, ja, kann man das schon sagen. Ne? Es hat sehr enge Lehrer- und Schülerbeziehungen gegeben. Ich erinnere nur noch mal an die Habilitationssachen da am Anfang. Der Zerfall in den 30er Jahren, also der Massenexodus, als in Österreich also der Nationalsozialismus Einzug hielt und vor allen Dingen dann die Angliederung an das faschistische Deutschland, das war schon ein gewaltiger Einschnitt, aber es ist dann auch gelungen, in den USA wieder relativ stabile Denkkollektive aufzubauen und das sind die New Austrians, also das, was ich vorhin als 5+ Generation bezeichnet habe, strukturell im Sinne einer großen Institutionalisierung im akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb, aber vor allen Dingen eben auch über die heute wie Pilze aus dem Boden sprießenden Thinktanks, Hayek-Clubs und Hayek-Gesellschaften, Mises Gesellschaften und so weiter. Also unter dem Aspekt ist das sicher berechtigt und trotzdem haben wir dieses Gefühl, dass wir da doch keine Homogenität haben und das kann man dann auch noch mal sehr schön demonstrieren anhand der Weiterführung der Ideen der beiden, ich habe sie ja mal Kernösterreicher genannt, Mises und von Hayek, denn selbst da haben wir keine Homogenität, also die Misesianer und die Hayekianer haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wenn man etwas Verbindendes finden will, dann ist es die Anti-Haltung gegenüber dem Keynesianismus und in inhaltlicher Sicht vor allen Dingen die Ablehnung staatlicher Geldpolitik. Das finden wir also auch bei den Hayekianern, die am Hayek'schen Dreieck festhalten. Na, auch das, ich muss auf die einzelnen Vertreter nicht eingehen, weil die erstens ist es weder vollständig noch kann man das für alle auch nur in der Kürze der Zeit machen. Deswegen eher ein Blick auf die bevorzugten Themen. Na, und da finden wir dann doch so ein paar Kernaussagen.
Auffassung, die zurück an den Anfang verweisen. Aber ich betone es nochmal, für die heutige Argumentation, für diese Renaissance der österreichischen Schule im Geiste der New Austrians, ist es vor allen Dingen die Haltung zur Geldpolitik, also zurück zu am besten die Notenbanken ganz abschaffen oder ihnen eine Zinspolitik aufzwingen, die den natürlichen Zins einfängt, was immer das sein soll. Ja, insofern würde ich abgehen von der Annahme, dass wir es überhaupt mit so einer orthodoxen Schulenbildung zu tun haben. Nochmal kurz zusammengefasst, schon am Anfang hatten wir das Gefühl, da gibt es schon sehr starke Unterschiede. Dann dieses Kernstück, die österreichische Konjunktur- und Geldlehre. Etliche der Vertreter sind also davon abgegangen, haben also das Argument, die ist logisch falsifiziert, ernst genommen. Na, und ausgerechnet die hat sich aber bei einer Grundlinie, also der Grundlinie der New Austrians, gehalten. Und das wäre die Böhm-Bawerk-Mises Hayek-Linie. Na, das heißt also, ich vertrete in unserem Buch die These von einer Bastardierung der österreichischen Schule. Man kann gewisse Familienähnlichkeiten feststellen, aber man findet kein Merkmal, das über alle Vertreter geht. Das heißt also, Kuckuckskinder und Bastarde sind auch hier. Ne, diese Idee kennen Sie vielleicht in Bezug auf den Keynesianismus, als Joan Robinson vom Bastard-Keynesianismus sprach, meinte sie die neoklassische Synthese, also die Verfremdung des originären Keynesianismus. Ein Wort noch zum Geltungsanspruch der New Austrians. Wenn ich vorhin gesagt habe, die stellen sich so gern als heterodox dar. Meine Position ist das eher nicht, weil eben sehr, sehr viele Grundmerkmale, und das fängt eben, deswegen habe ich am Anfang das so ausführlich gemacht, bei der subjektiven Wertlehre an. Sie geben ja sozusagen dem Mainstream die Wert- und preistheoretische Grundlage und sind in diesem Sinne also überhaupt nicht Mainstream-kritisch. Und ich habe mal ein paar Kriterien hier herausgesucht, die Machlup und Kürzner, also Vertreter späterer Generationen, selber benannt haben. Ne? So wollen sie die österreichische Schule charakterisiert wissen. Ne? Und wenn man das mal kurz durchgeht, ne, das sind alles Charakteristika, die für den Mainstream sozusagen repräsentativ sind, sodass man eine Heterodoxie eigentlich nur sehr eingeschränkt konstatieren kann. In Bezug auf Einzelphänomene und Probleme geht das natürlich. Sodass man nach diesem groben Überblick über das Wirken und Entstehen und Weiterführen der österreichischen Schule, der Nationalökonomie, sich nun doch mal überlegen kann, na, was können wir denn daraus nun eigentlich lernen für die Forderung einer pluralen Wissenschaftslandschaft in den Sozialwissenschaften und hier insbesondere in der Ökonomik. Muss man nun alles, was es irgendwie gibt, zulassen? Ist das Pluralismus? Und nach meiner Position ist es das eben gerade nicht. Und im Zuge dieser Pluralismusdebatten, die ich durchaus unterstütze, na, ich habe auch diese Pluralismus-Konzeption unterschrieben, aber man muss wissen, was man damit will. Und ich habe es versucht, hier mal ein bisschen aufzuschlüsseln, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, ob man nicht manchmal auch einem trügerischen Pluralismuskonzept aufsitzt.
Ja, zunächst mal ist Meinungsvielheit in den Sozialwissenschaften überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das trifft für die Wirtschaftswissenschaften genauso zu wie für andere. Aber, und hier nähern wir uns dem dann schon ein bisschen näher, orthodoxe, und damit meine ich also vermeintlich rechtmäßige oder überlegene Ansätze, und heterodoxe Ansätze stehen sich ja zunächst einmal ja, als bloße Meinungen gegenüber. Und dann setzt oder muss etwas einsetzen, was man einen intensiven Prüfprozess nennen könnte. Das Erwägen der Theorien oder dieser Meinungen. Das heißt also, durch die denkende Vernunft, die man im akademischen Lehrbetrieb erwerben und nutzen sollte, erst dann werden diese Doxien, diese Einzeldoxa, zum theoretischen Wissen in Form von Epistemen. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf den es mir hier ankommt. Meinungen, die diesen Test schon nicht bestehen, sind kein theoretisches Wissen und sollten auch nicht so bezeichnet werden, nicht so behandelt werden. Das heißt also, wir haben eigentlich eine relativ frühe Prüfinstanz, die uns auch davor bewahren sollte, nun alles und jedes mit in den großen Topf der pluralen Theorien hineinzuwerfen. Da, wo sie der Logik nicht standhalten, müsste also im Grunde genommen Schluss sein. Das hört sich jetzt sicher wie eine Binsenweisheit an, aber ich habe Ihnen ja deutlich gemacht, ne, die monetäre Überinvestitionstheorie ist logisch falsifiziert und sie ist trotzdem nicht nur eine Theorie, die noch da ist, sondern eine, auf die auch eifrig rekurriert wird. Na, insofern, wenn wir die Schwelle übersprungen haben, dann könnte man mit dem Philosophen Foucault sagen, dass das, was dann übrig bleibt, die Episteme, ja, die erlauben auch nicht unbedingt, dass wir das Wahre vom Falschen immer zugleich trennen können. Wir wissen ja, bestenfalls ist manchmal, ob etwas falsch ist, aber wir wissen noch lange nicht, ob es wahr ist. Aber sie können doch als so eine Art strategisches Dispositiv fungieren, dass wenigstens das wissenschaftlich Qualifizierbare vom Nicht-Qualifizierbaren trennt, und das führt dann mit anderen Worten zu der Schlussfolgerung, dass logisch Falsifizierte und, auch das genauso wichtig, empirisch nicht falsifizierbare, nämlich metaphysische, ökonomische Ansätze nicht zu den Alternativen gehören, die wir ernsthaft erwägen sollten, und das wäre meine persönliche Schlussfolgerung. Diese sind dann eben nicht pluralismusfähig. So, jetzt ist nicht mehr viel Zeit für die Diskussion, aber ich möchte Sie trotzdem ermuntern, noch ein bisschen was loszuwerden. Von meiner Seite war es das jetzt. Ja, hat denn jemand eine Anmerkung oder Frage? Wie ist es denn mit Interdisziplinarität? Da finden wir ja in Pluralismusdebatten auch irgendwie die große Rolle spielen, Hayek, der ja auch in Europa, also habe ich bisher so ein Gefühl, dass man in Europa sehr viel die Forderungen des Ja, also das ist sicher etwas, wo ich sagen würde, diese Forderung würden Österreicher unterstreichen, eben weil ihre Quellen so vielfältig sind. Und in dem Punkte kann man dem ja auch zustimmen. Aber auch da kommt es dann sofort. Man muss natürlich gucken, welche Art von Ansatz da dahinter steckt und ob das etwas bringt für die ökonomische Theorie. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin eigentlich von Hause aus Mathematiker und bin erst später zur
Chemie gekommen. Und wenn man so zwei Disziplinen studiert hat, dann hat man ja so ein bisschen das Gefühl, man sollte jetzt also besonders prädestiniert für so einen interdisziplinären Ansatz sein. Aber das Gefühl, das man dann wirklich erlebt, ist, dass man zwischen allen Stühlen setzt. Man ist dann weder noch der Mathematiker, noch ist man der Ökonom. Und so ging das beispielsweise eben auch Hayek. Ich würde jetzt im Sinne eines weiten Verständnisses der Ökonomik sehr wohl der Meinung sein, dass der Sozialphilosoph eine Menge Anregungen liefern kann für ein ökonomisches Verständnis, in dem Sinne, dass die Wirtschaft, das Wirtschaftliche, ein Subsystem der Gesellschaft ist, das ja nicht autonom ist. Das ist eingebettet in die Gesamtgesellschaft. Schauen muss man dann natürlich, welche Art von Sozialphilosophie das ist. Und ich denke, das können wir vielleicht nachher in der Übung noch ein bisschen erhellen, um mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Ich denke, Hayek hat viele richtige Fragen gestellt, aber ob er immer Antworten gibt, die zufriedenstellend sind, das ist dann noch eine andere Sache. Ich habe Hayek vorhin als einen der letzten großen Universalgelehrten bezeichnet. Das ist er sicher gewesen. Also das ist etwas, was man an ihm durchaus schätzen muss. Aber für das Zusammenspiel von Ökonomie und Philosophie bedarf es dann eben doch noch ein bisschen größerer Anstrengungen. Ja? Inwiefern sehen Sie vielleicht Thesen, die sowohl von der österreichischen Schule formuliert werden, in der Neoklassik repräsentiert, also auch über die, über Friedman und so weiter? Können Sie noch mal die Frage ein bisschen präzisieren? Also mit der Morgen-Feller-Morgen-Gesellschaft hat man ja ein relativ breites Spektrum angesprochen. Und inwiefern sind da vielleicht Ansätze, die eigentlich Origin in der österreichischen Schule anzutreffen sind, auf die Neoklassik übergegangen? Ja, also das hatte ich versucht, ein bisschen hier deutlich zu machen in dieser Folie, also vermittelt über die Konstituierung in der Mont Pelerin Society, ist es dann vor allen Dingen das Liberalismuskonzept und das Individualismuskonzept. Und da sehen wir auch, was in die Mainstream-Ökonomik eingeflossen ist, sind vor allen Dingen die mikroökonomischen Grundlagen. Also hier müsste man jetzt ein bisschen weiter ausholen, wenn man beispielsweise sich mal Preise und Produktion hernimmt von Hayek oder auch Sachen von Mises, die waren absolut makroökonomiefeindlich. Hayek hat es zum Beispiel abgelehnt, überhaupt Größen zu aggregieren. Wenn der Preis meint, dann meint er immer den sich mikroökonomisch bildenden Preis auf einem Markt. Der hat es auch abgelehnt, Durchschnitte zu bilden und Ähnliches. Also das ist so ein Ausfluss dieses Individualismuskonzeptes, alles vom Einzelnen her zu denken. Und auf der Grundlage muss man sich dann aber auch nicht wundern, dass das Makroökonomische, das sie bekämpfen, sich vor allen Dingen dann im Gegenstrom Keynesianismus entwickelt hat. Also ich bin darauf nicht eingegangen, aber es gibt ja auch eine große Auseinandersetzung zwischen Keynes und Hayek, die sich so ein bisschen um das rankt. Trotzdem ist eben da, wie wir alle wissen, die Mikroökonomik auch die Grundlage für das makroökonomische Denken ist, in den gegenwärtigen Mainstream eine Menge eingeflossen. Das heißt also, wenn wir Märkte und Wettbewerbe betrachten, auch dieses von Hayek stammende, diese Metapher, dass der Wettbewerb ein Entdeckungsverfahren ist und Ähnliches, das sind heute alles Binsenweisheit, die im Mainstream eigentlich akzeptiert werden. Also ich denke, die Position müssen Sie nicht teilen, aber für mich ist die These nicht sehr aufrechterhaltbar, dass die österreichische Schule mit dem Mainstream gar nichts zu tun hat. Also dazu ist sie viel zu dicht dran.
Es gibt von Hervé de Falvard, das ist ein französischer Ökonom, so ein kleines Büchlein, der beschreibt da die Schule der Neoklassik, was immer das sein soll. Das ist ja auch schwierig, Neoklassik zu definieren. Und er findet 6 Säulen und 3 dieser 6 Säulen, die gehen ganz originär auf die österreichische Schule zurück. Und die 3 anderen sind zumindest mit ihnen tangiert. Und das ist für mich schon eine recht schlüssige Position. Na, den Begriff der Neoklassik, das, was wir heute eben immer als Mainstream auch sehen, der Begriff ist ja von Veblen zuerst benutzt worden und hatte da noch eine etwas andere Bedeutung, weil Veblen wollte eigentlich gegen den Versuch von Alfred Marshall sich wenden. Marshall hatte versucht, die objektive und die subjektive Wertlehre miteinander zu verbinden. Und Veblen fand das also reichlich komisch und meinte auch, das hätte keine lange Geltungsdauer. Er hat sich also gründlich geirrt. Das ist also sozusagen zum Grundgerüst geworden. Und insofern in der modernen Theorie natürlich diese andere Seite, die Kostenseite, genauso drinsteckt, kann man nicht sagen, es ist nur österreichisch, was Mainstream ist. Aber umgekehrt kann man eben nicht behaupten, das Österreichische sei Mainstream durchschnittsfremd. Okay, ich würde vorschlagen, wir verschieben dann die weiteren Diskussionen in die Übung. Ja, gerne.